Ja, herzlich willkommen. Heute neues Video. Es geht um ein wichtiges Thema in ESO und zwar die Skillpunkte. Dann gucken wir uns kurz an, wofür ihr die braucht, wie viele ihr so im Durchschnitt brauchen werdet. Dann geht es darum, wo ihr die Skillpunkte herbekommt und am Ende gibt es noch zwei Add-on-Tipps. Genau, und bevor ich es vergesse, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das doch bitte, abonniert den Kanal, ja, kommentiert schön, stellt Fragen, wenn ihr welche habt, das wäre total toll, würde ich mich drüber freuen. Okay, Skillpunkte. Skillpunkte braucht er ja so für einige Sachen hier in den ganzen Fähigkeitslinien. Man müsste ja alles mit Skillpunkten freischalten und die Skillpunkte sind eigentlich immer Mangelware. Es ist ja so, dass ihr bis Level 50 maximal 64 Skillpunkte aus den Leveln bekommt. Das reicht aber nie. Ja? Alleine mein Templer-Bild braucht 90 Skillpunkte, um den ganzen Bild freizuschalten. Und das ist ein One-Bar-Build. Da gibt es noch deutlich kompliziertere Builds, wo er mehr Skillpunkte braucht. Oder zum Beispiel die Handwerke, wenn ihr hier die Handwerksberufe vernünftig ausführen wollt als Handwerkscharakter, dann braucht er da schon mal im Minimum 107 Skillpunkte. Maximal könnt ihr dort 156 vergeben, wenn ihr zum Beispiel hier die Antiquitätensuche machen wollt. Was jetzt mit dem Greymoor-Kapitel dazugekommen ist, Ausgrabung und Spähen, dann braucht er da schon mal 23 Skillpunkte, maximal 27. Und wie zum Beispiel Vampirismus braucht auch 21 Skillpunkte. Dann schon 12 für die aktiven Fertigkeiten und dann den Rest für die Passives. Also Skillpunkte, die braucht er ohne Ende in dem Spiel. Und heute will ich euch einfach mal zeigen, wo ihr die herkriegt. Wie schon gesagt, 64 Skillpunkte kriegt er bis Level 50 einfach durch die Stufenaufstiege. Das ist viel zu wenig und das ist im Übrigen auch der Grund, warum ich kein Freund davon bin, den Charakter mit Grinden hochzuspielen. Euch fehlen einfach die Skillpunkte. Ihr seid dann Level 50 und habt nie mal genug Skillpunkte, um euren Bild vernünftig fertigzustellen. Deswegen, man kann das machen, man kann grinden, man kann in Dolmen leveln, aber es ist nie unbedingt clever wegen der fehlenden Skillpunkte. Okay, also 64 kriegt da einfach durch die Levelaufstiege. 11 weitere Skillpunkte kriegt da durch die Hauptaufgabe. Da hatte ich schon mal ein Video gemacht, ich verlinke das am Ende auch nochmal. Gibt es durch die Hauptquest Seelenberaubt den Kalthafen, wie ihr die annehmen könnt, das zeige ich euch in einem anderen Video. Genau, dann gibt's Himmelsscherben. Ja, die kennt man vielleicht, die kann man sich ja auch mit dem Map-Pins-Addon anzeigen lassen hier. Habt ihr ja überall in der Welt die Himmelsscherben, zum Beispiel hier in den Fackeln ist immer eine. Die liegen auch so in der offenen Welt rum, könnt ihr euch mit dem Map-Pins-Addon oder mit Sky Shards könnt ihr euch die anzeigen lassen und könnt die sammeln. Immer drei Himmelsscherben geben einen Fertigkeitspunkt. Und wenn ich richtig gezählt habe, könnt ihr daraus 151 Fertigkeitspunkte euch holen, alleine durch das Sammeln der Himmelsscherben. Das macht sich relativ gut. 100 weitere gibt's durch die ganzen Hauptquests. Wenn ihr hier im Gebietsleitfaden, gibt's ja zum Beispiel hier in Grünschatten, gibt's 13 Hauptquests. Davon geben einige auch einen Skillpunkt. Gucken. Genau, in Grünschatten gibt es insgesamt drei Skillpunkte durch die Hauptquestlinie. Also wenn ihr questet, die ganzen Hauptquests durchmacht, dann könnt ihr auch nochmal 100 Skillpunkte finden. Eine weitere Möglichkeit sind die offenen Verliese. Quasi die Höhlen hier. Ja, die habe ich nun schon gemacht, deswegen ist die weiß. Dort könnt ihr 24 Skillpunkte kriegen, und zwar wenn ihr da reinmarschiert. Und das Map-Pins-Addon zeigt euch das dann an. Das solltet ihr euch auf jeden Fall holen. Das ist echt hilfreich. Zumindest wenn ihr auf PC spielt, auf Konsole geht das halt nie. Da müsst ihr halt bei Google gucken, wo es dann die Skillpunkte gibt. Hier gibt es nämlich die sogenannten Gruppenherausforderungen. Da seht ihr ja hier einfach nur die Bosse. Und dann gibt es einen Boss, der ist als Gruppenwagnis gekennzeichnet. Und wenn er das abschließt, das Gruppenwagnis, kriegt er dafür auch für jedes öffentliche Verlies, kriegt er dann den Skillpunkt. Das sind insgesamt 24, die ihr da machen könnt.
Macht sich auch ganz gut. Mit meinem Templer habe ich die alle solo gemacht, bis auf eines. Ich weiß aber nicht mehr genau, welches das war. Dort brauchte man auf jeden Fall noch drei andere in der Gruppe, um die Schalter zu aktivieren. Dort musste man vier Schalter aktivieren, damit der Boss dann kommt. Das ging alleine nicht. Aber im Grunde kann man die alleine machen. Und könnt ihr euch auch noch 24 Skillpunkte holen. Das nächste sind die Dungeons, die Innies. In jedem Dungeon gibt es eine Quest, wenn er zum ersten Mal den Dungeon betretet oder halt bis er die Quest dann abgeschlossen habt. Und für jede dieser Quests gibt es auch beim Abschluss einen Skillpunkt. Das sind nochmal 40 Skillpunkte, die ihr euch da holen könnt. Insgesamt bis Greymoor, wie viel bei Greymoor dazu kommt, weiß ich noch nie genau. Da gibt es ja auch nochmal Himmelsscherben, da gibt es auch nochmal wahrscheinlich drei Skillpunkte über die Hauptquestlinie. Aber bis Greymoor gibt es insgesamt 444 Skillpunkte und das sollte dann auch reichen, um mit dem Charakter alles zu machen. Ja? Genau. Und wenn ihr wissen wollt, was ihr schon alles euch geholt habt und was euch noch fehlt, da gibt es ein cooles Add-on, hatte ich euch ja versprochen, das will ich euch noch kurz zeigen. Und zwar ist das Urichs Skillpunkt-Finder, also Urichs Fähigkeitspunktfinder, also der heißt aber dann Skillpoint-Finder. Und habt da die Übersicht für einen Charakter. Ah, was ich noch vergessen habe, ich sehe es gerade, Allianz Kriegsrang, da gibt es auch Skillpunkte dafür. Also wenn er einen schönen PvP macht und genug Allianzpunkte kriegt, dann kriegt er für diese Aufstiege in dem Allianzrang. Das seht ihr, glaube ich, hier. Genau. Für diese Ränge, die ihr euch dadurch Allianzpunkte holen könnt, gibt es auch nochmal für jeden Stufenaufstieg, gibt es auch nochmal Skillpunkte. So. Da habt ihr hier die ganzen öffentlichen Dungeons, wo ihr alleine rein könnt. Mir fehlt jetzt bloß noch Wardenfell. Das eine, die anderen habe ich alle gemacht. Und da seht ihr, ob ihr dort die schon habt. Ihr seht hier, wo es überall Skillpunkte für die Hauptquestlinien gibt. Ihr seht hier, wo die Himmelsscherben liegen, wo ihr die euch sammeln könnt. Und hier seht ihr die ganzen Dungeons, die ihr gemacht habt. Wenn euch jetzt noch spezielle Dungeons fehlen, das könnt ihr über die Gruppensuche relativ einfach machen. Wenn ihr nämlich hier in der Verliessuche hier rechts oben auf spezifische Verliese klickt, dann könnt ihr euch hier genau die anklicken, wo euch die Quests noch fehlen und könnt euch dann halt für die anmelden und kommt dann in eins davon. Damit könnt ihr euch die auch noch holen. Genau. So, das soll es für heute gewesen sein. Ein relativ kurzes Video. Ich verlinke euch jetzt nochmal die beiden Videos, wo er die Seelenberaubt in Kalthafen Quest herkriegt und wo er das Map Pins Addon herkriegt und wie er das einstellt. Und guckt euch das noch an. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.